Meine sehr verehrten Damen und Herren, entgegen der Ansage, die eben Klimbim angesagt hat, muss ich Ihnen leider ansagen, dass die heutige, die 30. und letzte Klimbim-Sendung nicht stattfinden kann. Die Klimbim-Familie ist noch nicht im Studio eingetroffen. Es bleibt uns daher nichts anderes übrig, als Ihnen jetzt einen Film über das Alpenglühen in der Lüneburger Heide zu zeigen. Wir müssen Sie daher leider bitten, dass... Kommen wir! Die Klimbims! Wo waren Sie denn? Der Fahrstuhl ist stecken geblieben. Das haben Sie davon, dass Sie die Studios in den Keller gebaut haben. Werden Sie nicht falsch! Oh. Meine Damen und Herren, Sie sehen die Lüneburger Heide in den Bayerischen Alpen zu einem späteren Zeitpunkt verglühen. Verdammter Mist! Da bauen diese Idioten die Studios doch glatt in den Keller, anstatt nach Buckelmuckel ins Grüne, wo man den Gegner wenigstens noch kommen sieht. Napoleon hat immer gesagt, Soldaten, die sich eingraben, taugen nichts. Aber Opa, das sind doch gar keine Soldaten, das sind Fernsehzivilisten. Das ist ja die Katastrophe, darum kann man sie ja nicht mal aufhängen, obwohl man sie aufhängen sollte. Aber Opa, für diese Bildröhrenköpfe ist doch jede Kugel zu schade. Hast recht, mein Kind, wir hängen sie einfach auf. Ja. Danke, Freunde. Danke. Schönen Dank. Wer ist denn für diesen Sauladen hier verantwortlich? Hey, Sie, Milchgesicht. Sie sehen aus wie ein kleinkariertes Handtuch, also müssen Sie ein großes Tier beim Fernsehen sein. Ich bin für das Programm verantwortlich. Diese Mattscheibe ist nicht nur kontrastlos, sie lügt auch noch. Frechheit, ich lüge nicht! Maul halten, natürlich lügen Sie. Wir haben jetzt 29 Klimbim-Sendungen gemacht und noch nie einen Verantwortlichen gesehen. Die Verantwortlichen vom Fernsehen verstecken sich nämlich grundsätzlich, damit man sie nicht zur Verantwortung ziehen kann. Und wenn Sie behaupten, dass Sie hier für irgendetwas verantwortlich sind, dann höchstens für den Fahrstuhl und der ist kaputt. So, nun schwimmen Sie ab und holen Sie den Intendanten. Ich habe mit dem Mann ein Hühnchen zu rupfen. Und ich wollte den Herrn Intendanten auch schon immer mal kennenlernen. Er soll ja ein sehr gut aussehender Mann sein und so gebildet in alle Lebenslage. Frauen im Bataillon machen immer Ärger, ne? So ist es. Solange du unter uns weilst, Gnädigste, kriegen wir den Intendanten nie zu Gesicht. Da weiß der nämlich, was er an seiner Frau hat. Oh. Was wollen Sie denn von unserem Herrn Intendanten? Er hat uns ein dusseliges Telegramm geschickt, so eine Art Kündigung oder so. Heute sei unsere letzte Sendung, so ein Quatsch. Da lachen noch die Fernsehantennen im ganzen Land dreimal militärisch kurz. Ja, der gute Mann hat wohl nicht mehr alle Testchen in der Kaschemme. Aber keine Angst, ich werde ihm seine Testchen schon wieder in die Reihe rücken. Ich habe Ihnen das Telegramm geschickt. Was? Ja. Gabi, mein Gewehr, ich schieße ihn über den Haufen. Opa, du wolltest doch... Hast recht, mein Kind. Hol ein Seil, ich knüpfe ihn auf. Jungs, lasst mal den Flaschenzug runter. Was machen Sie denn da? Der Opa hängt den Fernsehfritzen auf. Oh, um Gottes Willen, Opa, nein. Wir haben doch die letzte Rate noch nicht bekommen. Sie können ihn noch nicht aufhängen. Jetzt hören Sie mal gut zu, Sie Pleitegeier. Sie sind doch der Produzent von dieser blödsinnigen Sendung. Jetzt tun Sie endlich mal was und sagen Sie diesem Schwarzwert, dass das nicht unsere letzte Sendung ist. Es ist aber unsere letzte Sendung. Man hat uns gekündigt. Heute ist Schluss. Ah! Opa, soll ich ihn verprügeln? Nein, mein Kind. Ein guter Feldherr muss stets wissen, ob eine Schlacht gewinnt oder ob er sich auf den Rückzug spezialisieren sollte. Also, junger Mann, nur erzählen Sie mal, was machen Sie denn sonst so mit Serienhelden, wenn Sie eine Serie absetzen? Müllkippe. Geht los! Hm? Junger Mann, wir sind doch noch jung und rüstig. Haben Sie denn sonst keine Verwendung für uns? Sie haben doch sonst nichts gelernt. Haben Sie eine Ahnung? Ich mit meinem Talent, ich könnte für den WDR auf die Zeile gehen. Ein bewegtes Vormittagsprogramm für grüne Witwer. Und ich könnte einen Ratgeber für Knastbrüder produzieren. Erster Ratschlag, Knackis, bleibt drin. Hier draußen ist es beschissen. Ich könnte Ansagerin werden. Ich kaufe mir dafür natürlich schönere Schuhe. Und ich übernehme ab sofort den Bericht aus Bonn. Höchste Zeit, dass den Politikern mal der richtige Drill beigebracht wird. Was? Geben Sie sich keine Mühe. Hier ist kein Platz mehr in diesem Programm. Sie sind für Deutschlands Mattscheiben zu militant, du zu hässlich, sie zu frivol und sie zu dumm. Was wir in unserem Programm brauchen, sind ölige und schmierige Typen, die nirgends anecken, sich jeder Situation anpassen, überall durchschlüpfen und nach allen Seiten ausgewogen sind. Aber davon haben Sie doch schon so viele. Da können Sie doch gleich so ein paar fröhliche Extremisten wie uns leisten. Also wissen Sie, ich werde natürlich in Zukunft nicht mehr so viel Schnaps trinken und dafür sorgen, dass Jolante den Bildschirm sauber hält. Das ist klar. Und Gabi... Geben Sie sich keine Mühe, das ist und war Ihre letzte Sendung. Haben Sie noch einen letzten Wunsch? Jawohl, dass Sie hier verschwinden. Nein. Denn noch ist das unsere Sendung. Nein, nein, nein. Was Sie hier machen, ist Hausfriedensbruch. Hauen Sie ab, Sie Plätze. Ja! Oh! Hey, mein Gott! Herr Funzel! Holt! Und nun sehen Sie mal zu, dass unsere gute Stube wieder aufgebaut wird, die Sie uns seit 5 Folgen vorenthalten haben. Und sorgen Sie dafür, dass genug Schnaps im Eischwank ist. Das kostet mich ein Vermögen. Das ist mein letzter Wunsch, verstanden? Und wenn es nun mal Opas letzter Wunsch ist, dann sollte man ihm den auch erfüllen.
Denn fast hätte den Klimbims die letzte Stunde ja schon in der vergangenen Sendung geschlagen, als sie todesmutig über Bord sprangen, weil es so im Drehbuch stand. Erst als sie klatschnass im Ozean trieben, merkten sie, dass sie gar nicht schwimmen können. Zum Glück kam gerade ein Piratendampfer aus dem Film Der Herr der sieben Meere vorbei und fischte die Klimbim-Familie noch einmal aus den Fluten. Gott sei Dank waren diese Piraten in der Nähe und haben uns aufgefischt. Klimbim muss man haben! Quatsch, Gabilein, das heißt Glück muss man haben. Das ist doch logisch, wer Glück hat, der hat auch Klimbim. Darauf singen wir ein. Wo ist denn deine Mutter, das unbekannte Wesen? Na, wie immer, unter Deck mit dem Piraten. Das ist Klimbim mit seinen Frauen. Schön anzuschauen, von Kopf bis Po. Das ist Klimbim mit seinen Herren. Und ihn so fern, mit viel Niveau. Das ist Klimbim. Ein Bilderbuch. Ein rotes Tuch. Je nach Geschmack. Das ist Klimbim. Was auch geschieht. Das, was man sieht. Geht nur zack, zack. Man hat sich eben amüsiert über den Gag, der da passiert. Und hat ihn noch nicht ganz kapiert, da wird dein Nächster schon serviert. Man hat gerade was entdeckt, was sonst ein Kleidungsstück versteckt. Und dieser Anblick wirkt die Sektion, kommt ein angerasper. Das ist Klimbim. Die blöde Show, viel Zeit fürs Loh, lässt sie dir nie mit ihrem Quatsch und einem Touch Philosophie. Das ist Klimbim, ist unser Leben und ist es mal nicht wahr? Dann mach ich mir ein Schützenkleid und find es wunderbar. Das ist Klimbim. Endlich wieder zu Hause. Ja, mir gefällt sie auch besser als in Australien. Dummes Ding, du warst doch noch nie in Australien. Na eben, weil es mir hier besser gefällt. Also dieses Kind ist so dumm, es könnte glatt von dir sein. Also ehrlich, wenn diese Serie vorbei ist, dann spiele ich wieder die Minna von Barmbek. Stimmt, die grüne Minna von Barmbek wartet schon auf sie vom Studio. Was gab ich denn? Oh, wer kann das sein? Das ist bestimmt der Intendant, der will sich entschuldigen, dass er uns gekündigt hat. Sie können wieder rauskommen, wie abgetreter Zebrastreifen. Guten Tag, mein Name ist... Bekannt, junger Mann, bekannt, aber offensichtlich ist Ihnen der Intendantenposten eine Hutnummer zu klein. Ich bin nicht der Intendant, ich komme vom Arbeitsamt und soll Sie umschulen. Aber man sieht doch, dass die Kerle vom Fernsehen langsam ein schlechtes Gewissen kriegen. Jetzt machen Sie sich schon Sorgen um unsere Zukunft. Na, dann trinken Sie erst mal einen Schluck mit uns. Prost! Für die Geschreibstube. Prost! Prost! Ich trinke nicht im Dienst. Was? Was ist denn das für ein Rattengift? Damit haben wir in der Ardennenoffensive die feindlichen Panzer in die Luft gesprengt. Aber sie werden sich dran gewöhnen. Die feucht gewordene Aktenordner. Prost! Gabi, halt die fest! Ja. Zur Sache, mein Lieber. Auf was wollen Sie mich denn umschulen? Sie heißen? Jolante. Wie alt sind Sie? Wie alt? Sie sehen, junger Mann, in diesem Hause kriegen Sie immer eine klare Antwort. Aber wisst ihr, was er mit mir vorhat? Hier steht's. Aufgrund seiner militärischen Grundausbildung und seiner einstigen Kontakte zu Napoleon, Kaiser Wilhelm, Bismarck und Julius Caesar eignet sich Opa Klimbim als Pförtner im Bundeskanzleramt. Eine Beleidigung, unser Opa als Pförtner im Bundeskanzleramt in diesem hässlichen Gebäude. Ihr werdet lachen, den Job nehme ich an. Was? Aber ja. Und ab morgen hört ganz Bonn auf mein Kommando. Und wie ich das mache, werden Sie gleich sehen. Morgen, Herr Bundeskanzler. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen, obwohl Sie gestern Abend erst lange nach dem Zapfenstreich in die Falle gegangen sind. Ich weiß, Sie haben viel zu tun, aber Gehorsam gehört zum Regieren wie das Pulver in die Kanone. Und ein Soldat, der nicht schläft, ist wie ein Trinker ohne Alkohol. Er zittert. Und ein Bundeskanzler, der zittert, der verwackelt die ganze Nation. Nehmen Sie den Kaffee mit oder ohne Zucker? Sie sind der neue Pförtner? Obwohl Sie Seemann sind, haben Sie den scharfen Verstand eines Infanteristen. Mit Zucker. Gut gemacht, junger Mann. Ich hatte schon befürchtet, Sie haben meine Frage gehört. Dann kriegt Willi eben heute keinen Zucker. Willi? Das Pferd, das unten vor der Tür steht. Seit wann steht da unten ein Pferd? Seit heute. Der alte Pförtner hatte einen Wachhund, aber das Gebelle war auf die Dauer zu auffällig. Also habe ich ein Pferd vor die Tür gestellt, das wiehert, wenn jemand kommt. Endlich mal wieder Reformen in der Regierung. Ja, denn Hunde, die bellen, beißen bekanntlich nicht. Bei Pferden ist das anders. Willi wiehert wie eine Nachtigall und tritt wie ein Pferd. Hat Willi den Apel getreten? Nein, das waren Sie. Sagen Sie mal, Schmidt, die Baracke da hinten links, ist das die von der SPD? Ja, das ist sie. Mann, Mann, da sind Sie ja weiter weg von der Partei, als ich dachte. Guten Morgen, Onkel Helmut. Ich bringe dir frische Brötchen. Quatsch, der Onkel bekommt ab heute keine Brötchen mehr, sondern anständiges Kommissbrot. Ist besser für die Zähne.
Hier ist noch ein antikes Stück aus dem Frankreich-Feldzug. Hart, aber kernig. Mit Kirschenmarmelade schmeckt's wie Gulasch. Kirschenmarmelade? Hat er Kirschenmarmelade gesagt, Helmut? Die wirst du natürlich nicht essen. Das tut den Kirschen doch weh. Das tut den Kirschen doch weh. Ich glaube nicht, dass dein neuer Pförtner ein guter Botaniker ist. Genosse Klimbim, das mit der Kirschenmarmelade war innenpolitisch falsch. Jetzt haben wir ein Kirschendebakel. Aus dem kommen Sie leichter wieder raus als aus dem Rentendebakel. Frau Bundeskanzler, keine Sorge, die Kirschen sind ab sofort wieder sicher in unserem Land. Ich serviere jetzt nur noch Bilbergia Nutans zum Frühstück. Aus der Familie der Bromeliaceen? Ich sehe, Sie kennen sich aus, junge Frau. Und Sie erst. Ja, ich habe unter dem Bayern König Ludwig II. Gedient. Das war so ein zarter Schlingel. Da hat man dies und das gelernt. Helmut, dein neuer Juso ist biologisch umwerfend. Sind Sie Juso? Nein, ich zähle mich zu der Gattung der Kanalarbeiter. Sonst komme ich ja nie auf die Harthöhe. Und da will ich als Lanzer doch hin. Und was bekomme ich zum Frühstück? Etwa diese Ballerina Mustangs? Bilbergia Nutans. Das ist so eine Art Ananas. Ein Kaltblütler unter den Pflanzen. Stirbt absolut schmerzfrei beim Draufbeißen. Ist er nicht himmlisch, der neue Umweltschützer? Gut gemacht. Sie sind raus aus der hausgemachten Krise. Der Bölling soll den Aufschwung verkünden. Wo steckt er überhaupt? Unter Ihrem Stuhl, wie immer. Die bilateralen Gespräche haben ergeben, dass der Herr Bundeskanzler nach wie vor die Meinung vertritt, dass sowohl vor als auch während und vor allem nach der Krise eine Krise nicht erkennbar war und sie als überwunden angesehen werden kann. Ein Aufschwung ist daher für alle, die an ihn glauben, unverkennbar. Ich benutze ihn immer, wenn es nichts zu sagen gibt, denn das sagt er immer so schön. Opa, ist der nicht ein toller Kanzler? Das Einzige, was ihm noch fehlt, sind die Eier von Klimbim. So ein Unsinn. Du weißt genau, dass unsere Eier seit Jahren knochenhart sind. Da beißt sich der gute Mann doch glatt die Zähne dran aus. Aber nein, Opilein, diesmal habe ich sie doch in kaltem Wasser gekocht. Sie müssen also ganz geschmeidig sein. Schlagfertige Frauen gefallen mir. Wir sollten sie ins Kabinett nehmen. Nein, dafür ist sie zu dumm. Opa! Aber ich denke, wir könnten sie da hinten ins Kabinettchen stellen. Bei Napoleon hatten wir auch immer sowas im Schrank. Für Notfälle, Sie verstehen. Savoir vivre, was, Opa? Das haben Sie von dem Giscard d'Estaing gelernt, Sie Schelm. Der Krisenstab ist angetreten, in Reihe und Glied. Platz nehmen! Herrlich, wir bekommen Besuch. Endlich kommt Leben in die Bude. Schon wieder eine Krise, die man mir einreden will? Die Amerikaner weigern sich, uns den angereicherten Schnupftabak zu liefern. Ja, dieser Erdnuss-Jimmy wird immer frecher. Das, Herr Bundeskanzler, ist die letzte Lieferung aus USA. Wenn du nicht riechen kannst, lass es gefälligst bleiben. Und das ist der neueste Schnupftabak der Russen. Ich habe gehört, die Japaner hätten ein elektronisches Schnupfi-Schnupfi entwickelt. Ja, sie brauchen nur auf den Knopf zu drücken. Und es ist natürlich viel billiger als alle anderen Schnüffelzucker. Hatschi, 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 hatschi. Also das ist ein Missbrauch des guten alten Niesbrauchs. Und dieses Niespulver wird von der NATO benutzt. Auch wenn Sie mich für arrogant halten. Sie niesen zu viel. Das macht uns oft verschnupft. Ich werde daher auf der Gipfelkonferenz, auch wenn Sie etwas dagegen haben, Herr Kollege. Ich denke nur an die lieben Menschen in unserem Land. Bis 1980 niese ich noch mit. Und ob nun Präsident Carter mein Niespulver anreichert oder nicht, und selbst wenn die Engländer in der europäischen Niesgemeinschaft Schwierigkeiten machen, werde ich in Übereinstimmung mit den Franzosen weiter schnupfen. Denn das Wichtigste ist doch, dass ich hier und heute und in Zukunft was? Für die Menschen in unserem Lande einen klaren Kopf behalte.
So ändern sich die Zeiten. Früher hatte man den Degen in der Hand, Sie, Herr Bundeskanzler, haben ihn auf der Zunge. Aber Opa, wo man den Degen hat, ist doch egal. Hauptsache, er funktioniert. Richtig, mein Kind, alte Feldherrnweisheit. Und jetzt, meine Herren, zur Feier des Tages spendiere ich noch eine Prise meiner Hausmarke. Bitte bedienen Sie sich. Was war das? Schießpulver! Die Bundesregierung teilt mit, dass mit dem neuen Pförtner in den wesentlichen Punkten keine Übereinstimmung erzielt werden konnte. Seine Bewerbung musste daher abschlägig beurteilt werden. Tja, Freunde, man kann nicht jede Schlacht gewinnen. Schließlich hatten wir einen starken Gegner, aber ich wette, Sie haben unsere Niesgenossen bereits erkannt. Die Gimmicks! Tom! Tanja. Theresa. Applaus für die Gimmicks! Opa, was ist ein Gimmick? Ein Gimmick ist ein ganz normaler Mensch, den die Leute aber für verrückt halten, weil er so normal ist. Also so einer wie Gundolf? Nee, bei Gundolf ist es umgekehrt. Die Leute denken, Gundolf sei normal, aber wir wissen, dass er total verrückt ist. Also ich habe im Lexikon gelesen, ein Gimmick sei ein Mensch, der den Kopf dazu benutzt, die Ohren auseinanderzuhalten. Und ich habe gelesen, ein Gimmick sei ein Mensch, der bei vollem Verstand nicht ganz bei Trost ist. Also wie ich schon sagte, ein ganz normaler Mensch. Aber was suchen die hier in unserer letzten Sendung? Lernen! Wir wollen von euch lernen, bevor ihr euer verrücktes Klimbim an den Nagel hängt. Also dich habe ich gar nicht gefragt, du Überläufer. Springt von einer Mannschaft in die andere und schmiert mir noch Honig um die Rübe. Wer im Glashaus sitzt, sollte als Gabi nicht auf einen Gimmick werfen, wenn man selbst eine himmlische Tochter ist. Naja, lassen wir das. Und du, Tim, was suchst du hier? Zwei Dinge. Erstens Torten schmeißen, Flaschen über den Kopf hauen und Dekoration in die Luft sprengen. Und zweitens? Schicke Bienen aufreißen und Mädchen erobern und mit tollen Frauen flirten. Da bist du bei mir richtig, Onkel. Ich habe in 5 Jahren Klimbim noch immer keinen Mann gehabt. Ich habe in 5 Jahren 99 Männer gehabt. Bei mir können sie jetzt den 100. Volltreffer landen. Aber wie wollt ihr mit Sahnetorten so schicke Bienen wie mich aufreißen, hä? Naja, Jungs, komm, wir zeigen's ihr. Bist du von Haus aus kein Frauenheld und kein Liebling der Damenwelt? Du kommst nicht zum Zuge und bleibst allein, fällt dir nicht zum Erobern ein. Siehst du nicht grad wie Rockhatzen aus, verzieh dich nicht in ein Schneckenhaus. Auch du findest eine, die wirft im Nu. Robert Redford aus dem Bedford kommst du. Ja, du brauchst nur einen Trick und die Frauen fallen dir zu Füßen. Einen liebenswerten Tick, um dir die Welt zu versüßen. Mach Gags und Slapstick und Blödelei. Mit diesem Hattrick legst du Frauen ganz schön rein. Machen andere auf 3 Fuß und burpen. Dann versuch doch, die Schöpflin zu flirten. Und in jeder Frau wächst du die Mutter. Und die Schöne, die schmilzt hin wie Butter. Selbst mit Augäpfeln wie Marty Feldmann kommst du bei einer Dame von Schick. Ja, suchst mit Slapstick und die Frauen sind dein. Was heißt hier Slapstick? Wo bleiben wir Frauen? Komik und Taktik ist doch uns auch zuzutrauen. Denk doch nur mal an Gisela Schlüter. Der entfesselte Blödsinn, da blüht er. Oder Streisand in Eule und Kätzchen. Sie brillierte mit komischen Mätzchen. Selbst Karl Valentin wär längst vergessen, hätt er nicht Liesel Karstadt besessen. Deshalb geht Slapstick nicht ganz ohne Frau. Nur nicht gleich böse sein, so war's nicht gemeint. Wer nicht für uns ist, den behandeln wir als Feind. Also weiter mit Sahnecreme schmeißen, um dem Publikum eins zu beweisen. Mach doch mehr Slapstick! Slapstick ist so schön! Jawohl! Herrlich anzusehen! Jawohl! Richtig blöd und schön!
Engelchen, übst du einen Ausbruch? Hast du eigentlich gehört, was du da eben gesungen hast? Ja, ein ganz und gar spaßiges Liedchen. Für mich hört der Spaß da auf, wo er für dich anfängt. Bei den Männern! Dann warte noch ein paar Jährchen, dann fängt er für dich da an, wo er für mich dann aufhört. Bei diesen göttlichen Kerlen. Göttliche Kerle, dass ich nicht lache. Hast du gehört, was unser Pornogeneral eben gesungen hat? In jeder Frau wächst du die Mutter und die Schöne schmilzt hin wie Butter. Wieso, hat sich doch schön gereimt. Mutter, Butter, Zucker, Zucker, jawohl. Dieser Gimmick, da klingt doch glatt. Selbst mit Augäpfeln wie Marty Feldmann kommst du bei jeder Dame von Welt an. Ja, merkt ihr denn nichts? Wir Frauen sind doch wieder mal die Blöden. Nur Sexobjekte, sonst nichts. Och, ich liebe es, ein Objekt beim Sex zu sein. Frauen wie du verhindern ja auch die Emanzipation. Falsch, Männer wie ich verhindern Emanzipation. Frauen gehören ins Bett und in die Küche. Und so soll's auch bleiben, du untergieriges Kind. Dabei wird es nicht bleiben, dafür werde ich sorgen, du alter Faschist. Da kannst du mal sehen, was du da in die Welt gesetzt hast. Die Revolution. Wie schrecklich, Gabi, ein so jung und schon Kommunist. Frauen dieser Welt, vereinigt euch im Kampf gegen die Unterdrückung. Ja, was spricht denn dieses blöde Kind für Texte? Jetzt verkaufen wir die Stege seit 5 Jahren mit Erfolg als Sexsymbol und da will uns diese Horror-Gabi am letzten Abend das Rezept noch verderben. Hau ab, du Phallus-Symbol! Ein Phallus? Ich bin der Produzent! Orchester, Musik! Kampf dem Mann! Ich brauche keinen, nicht mal dann und wann. Ich hasse alle Knechte von dem männlichen Geschlechte. Aus ungleichem Geschlechte ziehen sie Rechte für die Nächte. Zwar säße ich nicht hier, wenn meine Mami auch so dächte. Um Ausreden verlegen ist, kennt man mit seinem Gripse. Wenn er noch abends ins Büro geht, nimm ihn gleich beim Schlipse. Er macht zwar Überstunden, aber mit ner blonden Tipse. Wir haben dich durchschaut, Mann! Jetzt bist du dran, los, gib's den Mistkern! Kampf! Dem Mann! An mich, da kommt die Bestie Mann nicht dran. Die junge Maid, für die ein älterer Herr der Favorit ist, ist froh, dass er nicht fremd geht, weil er Ruhe von Gemüt ist. Sie nennt es sicher Liebe, doch der Arzt des Rheumatismus. Wir haben dich durchschaut, Mann! Na Mutti, was sagst du? Bei Nacht hab ich oft nachgedacht, allein in meinem Kissen. Es gibt doch Nächte, ja, da möchte man den Mann nicht missen. Das Schlimmste dabei ist, dass das die Männer auch noch wissen. Ja. Egal, ich liebe dich, Mann! Also, Mutti, du bist ein hoffnungsloser Fall. Oh, zumindest hoffe ich immer, dass ich zu Fall komme. Also, Freunde, lasst uns bloß beten, dass die Frauen, wenn sie mal emanzipiert sind, sich nicht so aufführen, als wären sie emanzipiert. Sonst gehen wir schrecklichen Zeiten entgegen. Es gibt kein Zurück mehr, Opa. Die Zukunft für uns Frauen hat schon begonnen. Damit erkläre ich den heutigen Tag zum Volkstrauertag. Ein Grund zum Feiern. Schnaps her und dann nehmen wir Abschied von der guten alten Zeit, wann? Ja, ja, und auch Abschied vom guten alten Klimbim. Ach, herrje, wie schrecklich. Gleich ist es ja vorbei. Also dann trinkt mal schnell aus, ihr Gimmicks. Und dann nichts wie weg hier, ja? Sterben wollen wir schließlich allein. Ja, recht hat sie. Gimmicks, los, lasst uns das Glas erheben. Und auf das Wohl der tollen Klimbims trinken, die wir immer bewundert haben und immer bewundern werden. Ihr sollt hier kein Süßholz raspeln, sondern austrinken und verschwenden. Ich meine, das ist ehrlich. Wir sind hierher gekommen, weil wir euch bewundern. Ja, und wir sind auch dankbar, dass ihr uns überhaupt eingeladen habt. Sag das nochmal und mir wird schlecht. Wir sind gekommen, weil wir euch bewundern. Ehrlich gesagt, ihr seid besser als wir. Aber nein, ist doch klar. Kann ich sagen, es ist wahr. Nein, 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 doch. Ihr kriegt zum Beispiel für eure Visagen wesentlich höhere Gagen als wir. Aber nein, ist doch klar. Kann ich sagen, es ist wahr. Nein, 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 doch.
dabei sind die Witze auch nicht immer spitze. Was soll das bedeuten? Nicht vor all den Leuten. Kriegt ihr nicht mehr Geld als wir? Bei dem, was ihr macht. Nein, wir haben gelacht. Du singst ja schön. Du bist lieb, danke, danke. Aber ich singe viel höher als du. Glaub ich nicht. Reiz mich nicht. Gib nicht ab. Doch, ich kann. Jetzt und hier. Jetzt mal dir, sing nur mit. Ich halt schön. Willst du dich? Gleich für mich hast du nur. Doch, doch, doch. Du bist viel schöner. Bist du etwa hässlich? Du machst die Frauen vor dem Bildschirm ganz wild. Wie man's nimmt. Doch, das stimmt. Du noch mehr. Ach, woher? Bist ein Bo. Ach, Ivo. Alles schon. Als kleine Größe bist du prominenter. Wir aber sind viel dezenter als du. Seid ihr nicht? Doch, du Wicht. Seid ihr nicht? Doch, du Wicht. Wir sind sanfter und leicht. So ein Scheiß. Ihr habt viel mehr Männer. Das sind doch nur Penner. Ihr macht Dolce Vita. Du hast auf Lolita. Ihr kriegt Sekt und ich nur Schnaps. Und einen Kollaps. Nein, nur einen Klaps. Du singst gut, aber dir geht schnell die Luft aus. Ich schaff den längeren Atem als du. Hast du nicht? Hab ich doch. Hast du nicht? Hab ich doch. Doch, doch, doch. Hast du nicht? Hab ich doch. Ich geb auf. Ich lass als Chef mir von keinem was sagen. Ich bin als Führungskraft stärker als du. Was bist du? Hör mir zu! Du, Kamel, ich befehl. Hey, Patron! Komm ja schon, komm ja schon. Opa, warum bist du immer so schlampig? Mann, wird nicht pampig, sonst schlage ich zu. Was willst du? Ich schlag zu, eins ans Kinn. Fall nicht hin. Schlag der Kraft. Halte scharf! Schloss, sonst fließt dir gleich Blut. Wir sind alle gleich gut. Wenn uns wer im Weg war, dann doch nur der Pfleger. Was bin ich für sie? Ich höre. Hey, wollt ihr's hören, na? Ein freches Gehör. Wer kann uns als weiße Abend besuchen? Einmal ist Schluss mit der Arschkriecherei. Dieses Lied, dieser Ton war zu viel, lange schon. Wir sind frei, los, wir gehen, Meuterei, Wiedersehen. Ihr wird's uns zu dumm, darum gehen wir zu. Also Freunde, zum ZDF gehen wir natürlich nicht, denn da kommen wir ja vom Regen in die Taufe. Und ihr seid gar nicht so schlecht. Genau genommen seid ihr sogar ganz gut. Schlecht ist bloß der Regisseur da oben. Das waren die Gimmicks. Also Herrschaften, wir müssen jetzt zum Schluss kommen. Wir haben nur noch wenige Minuten, dann schlägt dieser Show die letzte Stunde. Darauf trinken wir einen. Holger, reiß dich zusammen. Du kannst doch nicht das Ende besoffen erleben. Doch, das Ende muss ich besoffen erleben. Ja, was machen wir, bevor es uns dahin rafft? Einen Rückblick auf 30 Klimbim-Sendungen. Darauf trinken wir einen. Musik! 30 Mal lief Klimbim in diesem Saal. War die Gage auch schmal und ein Witz auch manchmal schal. 30 Mal war der Opa glatzenkahl. Ingrid trug eine Zahl öfter noch als 30 Mal. Und die Stasi kam in alle. Jerry Lewis und die Schell. Und wir spielten abseits Falle. Beim Ausbruch 30 Mal lief Klimbim so Jahr für Jahr. Blondie Sprüche, na klar, das gab's auch fast 30 Mal. Auf Almen darf man sorglos lieben, denn jeden Herbst wird abgetrieben. Unzählige solche Sprüche gab's in 30 Folgen Klimbim und fast genauso viele Stars. Stars, bei denen wir uns in unserer letzten Stunde bedanken möchten. Jerry Lewis. Joy Heatherton. Jean-Pierre Cassel. Siegfried Wischniewski. Tatsächlich, Sie sind schon tot. So wie bei uns sind Sie doch sicher nie behandelt worden. Ja, das kann man wohl sagen. Kurt Jürgens. Ich glaube, ich werde ein bisschen ins Sanatorium gehen müssen. Michel Fugain und Le Big Bazar. Gilbert Bécaud.
Monsieur Lavache, Horst. Horst Buchholz. Alles von ihr haben. Hans-Jörg Fellmi. Mehr meinen Sie, es muss so werden? Ivan Reprow. Heidelinde Weiß. Hans Rosenthal. Sehnsucht, ich hab. Alice und Ellen Kessler. Udo Jürgens und viele andere. Und der unvergessliche Theo Lingen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist Hopke mit den Nachrichten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie nicht unbekannt sein dürfte, sind ja unsere Nachrichten die neuesten Nachrichten, die es überhaupt gibt. Nicht einmal ich habe die Möglichkeit, diese Nachrichten vorher zu lesen. Unsere Nachrichten kommen von einem Nachrichtengeber, von einem Apparat hier im Studio. Wenn also unsere Nachrichtensendung beginnt, dann treffen die aktuellsten Nachrichten auf diesen Nachrichtengeber und kommen sofort auf meinen Schreibtisch. Sie erleben also die neuesten Nachrichten genau in dem Augenblick, wenn sie zustande kommen. Und nun zu den Nachrichten. Wie ich gerade sehe, ist eine kleine Panne bei unserem Nachrichtengeber aufgetreten, der aber sicher gleich behoben wird. Ist schon behoben. Bitte zu den Nachrichten. Danke vielmals, Willi. Also, der Nachrichtengeber ist defekt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, es wird Sie sicher interessieren, sich einmal mit den Nachrichten von gestern zu befassen. Ja? Ja, dann gehen wir vielleicht mit den Sportnachrichten weiter. Ja? Ich sehe gerade, dass die neuesten Sportergebnisse hereinkommen. Bitte, Willi, die neuesten Sportberichte. Einen Moment, meine Damen und Herren. Sofort lese ich sie Ihnen vor. Also hier die Ergebnisse vom Sport. 8:3, 2:5 und 6:1. Aha, der kommt doch was nach. Ja. Also hier das Endresultat 3. Naja, das wird also unseren Bundestrainer ganz besonders interessieren. Danke für die Nachrichten, Willi. Ja, also, aha, das sind vielleicht Nachrichten vom Eishockey, ne? Meine Damen und Herren, Sie sehen also hinter mir an der großen Leinwand jetzt unseren Bundestrainer Helmut Schmidt in Begleitung seiner beiden Lieblingsspieler Franz Beckenbauer und Berti Vogts, mit deren Leistungen er ja immer ganz besonders zufrieden ist. Sie sehen diese beiden Herren jetzt hier auf der Leinwand im Training. Irgendwo da hinten müssen Sie da sein, nicht? Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht wäre es auch ganz interessant, wenn Sie sich jetzt einmal mit dem Wetter befassen würden, mit den Wetterberichten. Ich würde sofort den Dr. Steinhäuser fragen. Dr. Steinhäuser, wie sieht es denn mit dem Wetter morgen aus? Dr. Steinhäuser ist im Moment nicht da. Er kommt erst Montag von seinem wohlverdienten Urlaub zurück. Wie ich gerade sehe, sind die Arbeiten am Nachrichtengeber beendet. Also bitte weiter in den Nachrichten. Danke, Lenin. Sag einen Film an, du Idiot. Ich meine, also sofort wird die Arbeit sicher bald beendet sein. Aber in der Zwischenzeit, meine Damen und Herren, sehen Sie sich vielleicht einen aktuellen Dokumentarfilm an mit dem Titel Mittelalterliche Brunnen im Oberfrankenland. Willi, ich finde es ungestimmt. Ja, ich sterbe hier, Willi. Willi, in der untersten Schublade. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen jetzt zum interessanten Teil unserer Nachrichtensendung. Sie, meine Damen und Herren, an den Bildschirmen zu Hause, können jetzt Ihren Nachrichtensprecher anrufen und können ihm Fragen stellen, vielleicht betreffend der Nachrichten oder irgendwas. Sie können nur hier diesen Apparat im Studio sofort anrufen. Ich sage Ihnen auch gleich die Nummer. Das ist also 99 40 80. Bitte rufen Sie an. Natürlich, selbstverständlich ist der Apparat zu Anfang immer sehr überlastet. Ich glaube, machen Sie sich deswegen gar keine Sorgen. Sie können ruhig weiter probieren. 10 Telefonistinnen warten nur darauf, Sie mit mir zu verbinden. Willi, ist der Stecker überhaupt drin?
Meine Damen und Herren, Sie müssen auch nicht unbedingt etwas wegen der Nachrichten fragen. Sie können auch noch etwas nach persönlichen fragen. Sie können mich befragen. Sie können vielleicht etwas über den Sender fragen. Oder vielleicht wollen Sie nur Ihre Leitung ausprobieren. Da ist schon der erste Anruf. Ja, hier ist Hopke mit den Nachrichten. Bitte, ich notiere sofort, ja, einen Moment bitte. Ein Laib Brot. Und 10 Eier, bitte. Das ist meine Frage. Nein, mein Liebling. Mein Liebling. Das geht jetzt nicht. Warum? Kann ich, nein. Ja, ich bin im Bilde. Ja, ich bin sogar in des Wortes wahrste Bedeutung im Bilde. Kann das nicht. Ach, Liebling, das ist voll. Also bitte schon, wenn du willst. Gut, ja. Schnutzi Putzi, ich hab dich lieb. Danke. Meine Damen und Herren, ich glaube, es ist die höchste Zeit, dass ich mich von Ihnen verabschiede. Ich werfe jetzt einen Blick auf die Studio-Uhr. Es ist genau 20.30 Uhr. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und glauben Sie mir, meine Damen und Herren, keine Nachrichten sind immer besser als schlechte Nachrichten. Und heute Abend keine Nachrichten sind die besten Nachrichten, die wir Ihnen als gute Nachrichten in der Nachrichtensendung bringen. Auf Wiedersehen. Und nun in unserer letzten Stunde noch ein Blick zurück in unsere erste Stunde. Hier ein paar kurze Ausschnitte aus der ersten Klimbim-Sendung.
Feuerwehr. Diese Zeit vermiss ich sehr. Seht ihr Kritiker her, jetzt schwimm ich im Tränenmeer. 30 Mal, 30 Mal lachten wir in diesem Saal. Doch nun Schluss mit der Qual, heute heulen wir einmal. Stellt mal, was ist denn das? Goodbye, auf Wiedersehen. Was ist das Ende? Ich glaube, wir müssen jetzt gehen. Wer geht zuerst? Alter geht vor Schönheit, also gehst du vor mir. Klim Bim war unser Leben, Klim Bim hat montags zu. Klim Bim schmeckt nach Vanille und spielt gern blinde Kuh. Klim Bim war unser Leben und ist es jetzt nicht wahr? Dann mach ich mir nen Schlitz ins Kleid und find es gar nicht wunderbar.